Jo Leute, herzlich willkommen zu einem heute mal ungewöhnlich langen Video. Und zwar habe ich mir mal gedacht, ich dokumentiere einfach mal die Entstehung von einer Selfmade 4 Zoll Kugelbombe. Jetzt hier nicht wie zum Beispiel mein Tutorial-Videos, sondern ich werde hier einfach mal alles erzählen, was ich mir so dabei denke und warum ich was mache und so. Nicht irgendwie auf möglichst viel Information in möglichst kurzer Zeit getrimmt, sondern ich erlabe einfach mal, was mir so einfällt. Mit diesem langen Video, ich weiß nicht, wie lang es wird, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es über eine Stunde geht, weil da doch recht viel Arbeit dahinter steckt. Und das möchte ich einfach mal zeigen, wie viel Arbeit, Zeit und Schritte eigentlich da dahinter stecken, um so vom Pulver, so wie ich es kaufe, oder von den ganzen Rohstoffen, wie ich die eben geliefert bekomme, bis letztendlich zur fertigen Kugelbombe. So wird die Shell dann am Ende ausschauen. Eine blaue 4-Inch Kugelbombe mit einem Silberkometen. Damit ihr gleich wisst, wie das am Ende dann ausschauen wird, gibt es jetzt gleich mal noch einen kurzen Test und danach dann die Geschichte, wie das Teil entstanden ist. Viel Spaß! Genau, da werde ich jetzt mal anfangen damit, was eigentlich alles benötigt wird. Das ist wahrscheinlich mehr, als man eigentlich denkt. Genau. Anfangen tue ich, bevor ich so eine Shell baue, immer damit, dass ich mir eben überlege, was für einen Effekt möchte ich haben. Dafür habe ich entweder das Internet, zum Beispiel Seiten wie Pyrodata, irgendwelche Foren oder so. Ich habe da auch schon mal ein Video dazu gemacht. Das ist jetzt in der Infokarte bzw. in der Beschreibung, wenn ich nicht genug Infokarten machen kann, weil ich werde sehr viel verlinken wahrscheinlich und darauf verweisen, und deswegen wird es wahrscheinlich in die Infokarten passen, deswegen entweder in der Infokarte oder Beschreibung. So, meine Hauptquelle prinzipiell an Effekten ist dieses Heft hier. Da stehen ganz viele Mischungen drin. Das ist ein ausgedrucktes Kapitel aus einem E-Book, und das E-Book heißt The Pyrotechnic Cookbook. Und da stehen auch noch ganz viele andere Sachen. Das ist ja hier Chapter 8, Colored Stars. Hier. Also Kapitel 8 aus dem Buch habe ich mir mal ausgedruckt, weil da ganz viele Mischungen drin stehen hier. Und so, sonst seht ihr es ja nicht. Genau, da alles Mögliche. Und da habe ich eben alles auch irgendwie reingeschrieben, was ich so an Mischungen gefunden habe und interessante Sachen dazu. Hier zum Beispiel irgendein Red Star, den ich mal ausprobiert habe, der sehr aggressiv brennt beispielsweise, oder eben, wenn mir irgendwas eingefallen ist, beziehungsweise wenn ich was Neues gefunden habe, zum Beispiel Ruby Red, war hier noch nirgends drin gestanden, dann habe ich es mir da hingeschrieben, oder hier Independence Red, hier war mal irgendwas, was nicht funktioniert hat, das habe ich dann wieder rausgestrichen, ja, und so weiter halt. Hier stehen alle möglichen Farben an Sternen drin, hier weiter hinten kommen dann auch noch, genau, hier zum Beispiel Silbersterne da, Silberschauer, alles mögliche eben. Genau, da suche ich mir dann eben eine Mischung raus, die ich nehmen möchte. Auch hier hinten sind noch Tabellen drin, das sind prinzipiell oft dieselben Mischungen wie davor, aber eben in Tabellenform. Ob das jetzt besser ist oder nicht, ist eigentlich wurscht. Da habe ich mir mal markiert, für was ich die Materialien habe, aber das ist mittlerweile auch nicht mehr aktuell. Ja, ich möchte jetzt heute eine blaue Peony Shell machen, also einfach nur blaue Sterne. Dazu, hier ist das Veline Color System, also die Originaltabelle mit den Grundfarben, mit den vier, und hier würde nochmal drunter stehen, wie viel von was man zusammenmischen muss für die einzelnen Mischfarben. Weil mir das zu blöd war, immer da zwei oder drei Mischungen zu machen, habe ich mir das mal alles ausgerechnet und in eine eigene Tabelle geschrieben. Das heißt, wenn ich jetzt einen Maroon- oder Magenta-Stern mache, muss ich einfach das zusammenmischen und nicht irgendwie hier Maroon, das und das und dann zusammenmischen, weil das wäre ja recht viel Aufwand. Genau, heute möchte ich die hier ausprobieren. Das habe ich mir selber überlegt. Und zwar habe ich mal in einem Video einen Test gemacht, wenn man Veline Rot und Blau mischt, wie die Stufen so sind. Dabei habe ich angefangen mit 100% Rot und dann 75% Rot, 15% Blau, 50-50, 75% Blau, 15% Rot und 100% Blau.
Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal in einem Video gesehen irgendwann, wenn ich das schon hochgeladen habe. Ich denke mal, dass es da bereits gekommen ist. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wenn man leicht wenig Rot in die Mischung reintut, dass dann das Blau, es wird leicht lila, aber etwas intensiver. Deswegen möchte ich mal heute die ausprobieren. Die Better Blue habe ich die mal genannt. Das ist eine Kombination aus Red und Blue von Deline. Und zwar 10% Red und 90% Blau. Dafür braucht man die sieben Sachen hier. Das ist jetzt eine relativ große Mischung, also muss recht viel rein. Wenn man jetzt hier gibt es ja auch welche mit viel weniger, zum Beispiel haben wir am Anfang gesehen. Ja, beispielsweise die hat nur drei Inhaltsstoffe. Aber ich möchte eben heute mal die ausprobieren. Genau. Jetzt weiß ich schon mal, was ich brauche. Also da kommt einmal Kaliumperchlorat rein, Red Gum. Magnalium, ich nehme hier wäre es mit 45 Mikrometer. Palon. Strontiumcarbonat. Kupfer-2-Oxid. Und Dextrin. So, das sind die sieben Inhaltsstoffe, die jetzt für die Sternmischung gebraucht werden. Wie gesagt, recht viele. Genau, allerdings ist das natürlich nicht alles, was an Chemikalien benötigt wird für so eine Shell. Denn es werden ja nicht nur Sterne benötigt, es wird auch Lift benötigt und Brake-Ladung. Wo wir schon bei der Brake-Ladung sind, ich nehme dafür Whistlemix als Booster. Whistlemix besteht aus Natriumbenzoat und Kaliumperchlorat, 70-30. Ja, 70 Perchlorat eben und 30 Natriumbenzoat. Also auch noch Natriumbenzoat braucht man. So, dann noch Schwefel. Oh, ich stelle das mal ein bisschen auf die Seite, weil hier kein Platz mehr ist. So, dann braucht man noch Schwefel für das Schwarzpulver, Kaliumnitrat und Holzkohle, in meinem Fall Pinienholzkohle. Und für die Sterne brauchen wir noch ein Prime. In dem Prime ist Schwarzpulver, eben aus den drei. Dann Magnaliumanteil, Dextrin als Bindemittel und ein Siliziumanteil, weil Silizium sehr heiß verbrennt und so die Sterne besser zünden sollen. Also auch noch Silizium. Gut, das heißt, wir haben hier 12 verschiedene Chemikalien, die ich für diese Shell verwenden werde. Ich stelle die mal ein bisschen auf die Seite. Dann werde ich mich jetzt um die Kugelbombe selber kümmern vom Material her. Dafür nehme ich zwei solche 4 Zoll Papp-Halbkugeln und eine Klopapierrolle. Die wird dann als Lift Cup verwendet. Stoppine, um die Shell dann zu zünden. Viscozündschnur, um die Stoppine zu zünden. Bickford, Zeitverzögerungszündschnur bzw. Time Fuse. Die werde ich mit dem Zündschnurcutter hier schneiden. Ich mache das jetzt gleich mal, weil dann liegt die nicht so im Weg rum. Mein Zündschnurcutter hier hat eine Skala und eben eine Rasierklinge hier, mit der ich die Zündschnur perfekt abschneiden kann. Hier ist eine Skala in Zentimetern, also 1, 2, 3, 4 Zentimeter. Für 4 Zoll Kugelbomben mache ich das immer so auf 3,5 Zentimeter lang. Dann stecke ich die da rein. Und kann die abzwicken. Schon ist die Time Fuse fertig. Das Problem ist, da gehen immer die Schnüre weg, aber das macht nichts. Die braucht man eh nicht unbedingt. Gut, um die Shell dann zu pasten, nehme ich Nassklebeband her. Meins hat 2 cm Breite oder ich glaube sogar mehr. Dann brauche ich noch Kreppband, um die Shell zuzukleben. Ein Löffel, ein Sieb, mehrere Schüsseln, um das Ganze zu mischen. Eine Spritze, die vorne abgeschnitten ist, um Sterne zu pumpen, wie ich die Sterne. Ich habe da schon mal ein Video gemacht, da habe ich auch diese Spritze verwendet. Ist jetzt verlinkt irgendwo. Selbstverständlich die Heißklebepistole, um dann die Zündschnur, die Timefuse festzukleben. Ich nehme dann hier zum Primen von der Bickford, braucht man dann noch einen dünnen Faden. Und die hier, aber die ist nicht unbedingt nötig, das seht ihr dann später, was ich meine. Dann ein Tempotaschentuch,
Reisspelzen hier, das passt gar nicht mehr aufs Bild jetzt, weil der Sack noch recht voll ist. Das sind halt Reishülsen, die werden dann beschichtet später. Dafür braucht man auch nochmal Schwarzpulver. Dann mein Sieb, um das Schwarzpulver zu granulieren später. Noch ein großes Sieb, um das von den Kugeln zu trennen, wenn es in der Kugelmühle war. Ein Gemisch aus Wasser und Spiritus, also 25% Spiritus, 25% Wasser und noch eine Sprühflasche, da ist Wasser mit 10% Dextrin drin. Damit werde ich die Sterne anfeuchten, um sie zu primen. Dann eine Atemschutzmaske, weil ich das Zeug ja nicht einatmen will beim Mischen. Außerdem zwei so Handschuhe, weil es auch nicht so gut ist, das an den Fingern zu haben. So, das ist halt ein ganz schöner Haufen, man erkennt schon auf der Kamera gar nichts mehr. Deswegen, ich glaube, es ist jetzt alles. Die Waage fehlt natürlich noch, eins der wichtigsten Materialien. Genau, wie gesagt, man sieht jetzt nicht mehr alles auf einem Fleck, deswegen fange ich jetzt einfach mal an. So, beginnen werde ich jetzt erstmal damit, Schwarzpulver herzustellen. Dafür nehme ich meine Waage und stelle einen Becher drauf. Ich drehe das mal um, dann können das lesen. Kann man es lesen? Weiß ich. Genau, Schwarzpulver besteht aus 75 Gramm Kaliumnitrat, also Prozent Kaliumnitrat. Dann 15 Gramm Holzkohle. Und noch 10 Gramm Schwefel. Perfekt. Gut, das ist jetzt die Grundmischung vom Schwarzpulver. Die muss jetzt in die Kugelmühle. Da hier ist meine Kugelmühle, die werde ich jetzt nicht weiterhin erläutern. Ich habe da mal ein Video dazu gemacht, das ist jetzt verlinkt. Da kommt das einfach rein. Die ganzen Brocken, die gehen dann schon raus. Die muss man nicht vorher rausmachen. Gut, das kommt jetzt in die Mühle. Für meine hat ja einen Umdrehungszähler, der ich lasse es immer 200.000 Umdrehungen malen. Das sollte so ungefähr 24 Stunden entsprechen, ein bisschen mehr, dann ist das perfekt. Genau, also das haue ich jetzt mal in die Mühle. Während das am Malen ist, mache ich mit den Sternen weiter. Dafür natürlich auch wieder die Waage, aber diesmal drehe ich die nicht zur Kamera, weil jetzt muss ich es ja gescheit lesen können. Und die Schüssel drauf. So, und natürlich solche Arbeiten mit dem Mundschutz hier. Ich hoffe, dass man mich dann noch verstehen kann. So, ich weiß nicht, ob das irgendwie den Ton beeinträchtigt. Genau, jetzt geht's los mit der Mischung. Ich habe das Rezept hier. Und zwar mache ich 200 Gramm, weil in eine 4 Zoll Shell passen aus Erfahrung relativ genau 200 Gramm Veline Sterne, zylindrische Sterne werde ich hier machen. Deswegen muss ich das einfach alles verdoppeln. Also fangen wir mal an mit 107 Gramm Kaliumperchlorat. So, da das Perchlorat recht gerne so kleine Klumpen bildet, die nicht gescheit rausgehen und am Ende da bleiben, nehme ich mir mal noch so einen Mörser her. Das habe ich jetzt vergessen, gerade eben zu zeigen, wo ich aufgelistet habe, was ich alles brauche. Und damit male ich das immer erst klein und dann tue ich es in die Schüssel. Und davon jetzt eben 106 Gramm. So, jetzt habe ich hier 106 Gramm Kaliumperchlorat. Das ist immer der anstrengendste Teil mit dem Zeug. Jetzt kommen einfach die anderen Inhaltsstoffe dazu, einfach der Reihe nach. Red Gum 18 Gramm.
Magnalium 12 Gramm. Dann Palon 14 Gramm. Nachdem Palon sehr leicht ist, ist es recht viel. Deswegen schütte ich das da rein einfach so. Ne, Moment. Brauchen wir 28, weil in 100 Gramm sind ja 14, dann also 28 Palon. Dann 4 Gramm Strontiumcarbonat. Da das auch recht klumpig ist, hier, dann nehme ich meinen Sieb her und sieb das direkt dadurch erstmal, also so. Damit es schon mal im Vornherein etwas feiner wird. Dann 24 Gramm Kupfer-2-Oxid. Davon braucht man nicht viel, weil das mega schwer ist. 24 brauchen wir, 24. So. Und natürlich noch das Dextrin als Bindemittel, 8 Gramm. Gut. So, das sind die Inhaltsstoffe. So, jetzt ziehe ich mir mal die Handschuhe an hier. Jetzt muss das Ganze nämlich vermischt werden, möglichst gut. Dafür rühre ich das erstmal schön zusammen. So, und dann nehme ich mir eine zweite Schüssel und ein Sieb. Das ist besser, wenn die viereckig ist, weil dann kann ich das an so eine Ecke legen. Aber ich habe gerade alle viereckigen in Gebrauch und dann siebe ich das hier einfach so durch. Dabei entstehen manchmal so Brocken, die zu groß sind, die klopfe ich dann in den Mülleimer. Genau, und das mache ich jetzt mit der ganzen Mischung zweimal. So, jetzt ist das Ganze schön durchgemischt. So, das Sieben hat mehrere Aufgaben, und zwar einmal das Ganze schön durchzumischen und andererseits Klumpen, die noch drin waren, zu zerdrücken, sodass es sich eben besser mischt. Hier sind zwar immer noch ein paar kleine weiße Dings, und ich weiß nicht, ob man das sieht auf dem Video. Keine Ahnung. Das sind dann grobe Klumpen aus dem Perchlor zum Beispiel oder aus dem Palon, die einfach nicht rausgehen wollten, aber das macht eigentlich nichts. Genau, das ist jetzt so die Grundmischung, die sollte jetzt blau brennen, oder sollte nicht, tut sie. Und die muss ich jetzt erstmal zu Sternen machen. Dafür nehme ich hier mein Wasser, wie gesagt, 25% Spiritus, 75% Wasser. Und das kippe ich jetzt hier einfach rein und mache daraus und feuchte das Ganze an. Nicht zu viel, weil ich will ja keine Sterne schneiden, wo ich dann Teig brauche, sondern es reicht, wenn das feucht und bröcklig ist, weil das dann mit der Spritze zusammengepresst wird. Also feuchte ich das Ganze mal jetzt hier vorsichtig an. So, jetzt ist das Ganze angefeuchtet, schön gleichmäßig, keine hellen Flecken mehr oder sowas. Jetzt streiche ich das hier möglichst schön rein. Dass es eine schön dichte Schicht am Boden gibt. Gut, jetzt kommt die Spritze hier zum Einsatz. Außerdem Alufolie. Dann nehme ich mir so ein Stück Alufolie, lege mir das hier an die Seite. Dann nehme ich einfach mal die Spritze. Ich habe mir hier so eine Dreiecksmarkierung gemacht, damit ich immer weiß, wie tief ich die runterdrücken muss, dass die Sterne immer gleich lang werden. Das stelle ich jetzt so ein, dass es ein bisschen drüber ist.
So sieht man es. Und dann drücke ich die einfach da rein. Und drücke das nach unten. Jetzt sieht man, das ist ungefähr so ein Millimeter drüber. Jetzt weiß ich, dass ich einfach alle Sterne so einen Millimeter drüber mache. Dann drücke ich das hier raus, kann den Stern runternehmen und fertig. Genau, das mache ich jetzt mit den kompletten 200 Gramm. So, das ist der letzte Stern. Hier, der ist etwas kürzer, den nehme ich dann als Abbrandtest. Genau. Das hat ungefähr so eine halbe Stunde gedauert, jetzt die zu machen. Und die müssen jetzt noch trocknen, so 24 Stunden vielleicht. Oder länger, mal schauen. Ich denke, nach 24 Stunden sind die trocken. Veline-Farben trocknen sehr schnell. Bis dahin ist dann auch meine Kugelmühle fertig. Und dann geht's weiter. Gut, jetzt sind die Sterne hier trocken, also steinhart, kann man nicht mehr zerdrücken oder so. Die haben jetzt länger als 24 Stunden getrocknet, weil ich musste natürlich auch noch auf mein Schwarzpulver warten, weil ich brauche ja nicht nur eine Ladung mit 100 Gramm Pulver, sondern ich brauche zweimal 100 Gramm Pulver, was lang gemahlen wurde, also schnelles Pulver, was 200.000 Umdrehungen gemahlen wurde. Das dauert schon mal mindestens 2 Tage, wenn ich die Mühle durchlaufen lassen würde. Und dann brauche ich noch eine dritte Ladung für mein Prime-Pulver hier. Die ist jetzt hier drin, die ist gerade fertig geworden. Die war nur 40.000 Umdrehungen drin, also nur ein Fünftel so lang, weil das natürlich nicht so schnell und stark brennen muss. Deswegen spare ich mir das so lang da drin zu lassen und mache es immer nur 40.000 Umdrehungen. Die Pulver habe ich schon mal hier gesammelt in meinem Mehleimer. Hier, also hier sind 200 Gramm schnelles Pulver drin, was ungefähr 24 Stunden bzw. 200.000 Umdrehungen gemahlen wurde. Und das Pulver hat, wie gesagt, 40.000 Umdrehungen bzw. ungefähr 6 Stunden mal dauert. Jetzt nehme ich mir ein Sieb mit einer Schüssel her. Schraube meine Muffe hier, beziehungsweise meine Mahltrommel auf. Und sieb die Kugeln raus. Das kommt jetzt hier in meine Dose rein, das ist meine Prime-Dose. Hier steht auch drin, was in den Prime reinkommt, also Schwarzpulver. Für 40.000 Umdrehungen gemahlen, plus 5% Extrem und hier 7% Silizium und 7% Magnalium. Früher habe ich immer 10% Silizium rein und kein Magnalium, aber das habe ich mal geändert. Das kommt jetzt hier rein. So, dann nehme ich mir meine drei anderen Inhaltsstoffe, die noch rein müssen. Einmal Dextrin, dann einmal das Silizium und noch Magnalium, 45 Mikrometer in meinem Fall. Dann komme ich die Dose hier auf meine Waage. Und dann kommen die Inhaltsstoffe rein, eben, ach, wie gesagt, 5 Gramm Dextrin. Dann 5 Gramm Magnalium. Schwach sind 7 Gramm, meine ich natürlich. Und nochmal 7 Gramm Silizium. Das hat jetzt den Sinn. Die Metallpulver in dem Prime haben jetzt den Effekt, dass der recht heiß brennt und so die Sternmischung besser entzündet. So.
Das ist bei manchen unbedingt nötig. Bei manchen, zum Beispiel Veline, könnte man auch mit Schwarzpulver primen. Manche Stände brauchen gar keinen Prime. Ich mache zwar gerne um jeden welchen rum, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Es gibt auch noch einige andere Mischungen für Primes, aber ich habe bis jetzt immer den verwendet. Beziehungsweise früher die Version mit 10% Silizium ohne Magnalium. Und das hat immer alles schön gezündet eigentlich. Gut, dann mache ich einen Deckel drauf und schüttel das Ganze gut. Gut, damit ist jetzt mein Prime für die Sterne fertig. Dann geht es mit den Sternen weiter. Die kommen erstmal in eine Dose mit Deckel hier dann. Gut, jetzt haben die Sterne hier vom Pumpen allerdings immer noch so, ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt hier gescheit scharf kriegt. Weiß ich nicht. Jedenfalls haben die hier noch so ein bisschen einen abstehenden Rand, also ein Grat. Deswegen muss man die jetzt mal noch entgraten und das mache ich, indem ich die in diese Dose tue hier und die dann ein paar Mal hier so rumschüttel. Gut, als nächstes nehme ich mir so eine Schüssel her, tue da wieder mein Sieb rein, das ist zwar ein bisschen zu klein, aber ist egal. Wenn sich dann der Staub in der Dose einigermaßen gelegt hat, mache ich wieder auf. Jetzt sieht man hier, die Ränder haben sich einigermaßen abgeschliffen und sind etwas schöner geworden. Und auch so kleine rausstehende Sachen, rausstehende Ecken oder sowas, wurden jetzt weggeschliffen. Und das ist einfach, ja, besser. Dann kommen sie hier rein. Um hier das, was abgeschliffen wurde, rauszusieben. Und jetzt haben wir hier schöne Veline-Sterne. So, dann tue ich den Rest hier raus und die Sterne wieder in die leere Dose. Beziehungsweise bei so vielen Sternen nur die Hälfte. Weil meine Dosen recht klein sind. Und dann nehme ich meine große Dose hier und Primepulver und tue da mal was rein, ein bisschen an den Boden. So, dass sich das Ganze schön verteilt. Ja, dann nehme ich meine Dose mit Sternen hier und so eine Blumenspritze, beziehungsweise ja, was auch immer, Putzmittelspritze. Da ist Wasser, ist 75%, 25% Spiritus und ich glaube 1 Gramm Dextrin drin. Weiß nicht, ob das da unbedingt rein muss, aber... Und dann nehme ich das hier und spritze damit einfach die Sterne nass. So, dass die rundum schön alle feucht sind. Und dann kommen die hier rein. Und dann mache ich das noch schnell mit den anderen. In den Prime gewälzt, das ist auch noch nicht genug hier. Man sieht, der ist schon recht weniger geworden, das heißt, ich streue noch was drüber. So, bis die Sterne den Prime nicht mehr aufnehmen, dann kommen die wieder zurück in die Schüssel zum Trocknen. Der übrige Prime wird dann rausgesiebt, wenn die trocken sind. Also, jetzt muss die Prime-Schicht noch trocknen.
dann geht es damit weiter. So, weiter mache ich dann mit der Zerlegerladung für die Shell. Dafür nehme ich solche Reisspelzen her. So schauen die aus. Die werden jetzt mit Schwarzpulver beschichtet. Dafür wiege ich mir 25 Gramm Spelzen ab. Bei 25 Gramm Spelzen kommen auf 100 Gramm Pulver ungefähr. So, die sind allerdings noch recht staubig, also da sind noch kleine Partikel dazwischen, die etwas stören. Deswegen nehme ich mir wieder meine Schüssel und mein Sieb und sieb die da ein bisschen durch. So, das ist das, was rauskommt hier. Das kommt dann weg, das ist hier zu fein. Dann nehme ich mir warmes Wasser aus dem Wasserkocher und weiche die darin ein. Ja, das lasse ich jetzt eine halbe Stunde stehen, bis die sich schön mit Wasser vollgesogen haben. Gut. In der Zwischenzeit mache ich dann mit dem Pulver weiter, mit dem ich die beschichten werde. Dafür muss ich das Ganze aufteilen, und zwar einmal 20 Gramm ohne Dextrin und 80 Gramm mit 5 Gramm Dextrin vermischt. Das heißt, ich tue erstmal hier aus meinem Eimer 100 Gramm auf die Seite, weil die brauche ich nachher für den Lift. Die tue ich mal hier rein. So, die werde ich dann nachher weiterverarbeiten. Jetzt habe ich hier noch 100 Gramm Pulver in dem Eimer. Davon tue ich jetzt mal noch 20 Gramm weg, und zwar hier in die Dose einfach. Die kommen auf die Seite. Dann kommt der Eimer auf die Waage. Und 5 Gramm Dextrin da rein. Ja, okay, das ist ein bisschen mehr, aber egal, das passt schon. Genau, dann mache ich den Eimer wieder zu. Und schüttel auch den gut durch, um das Ganze zu mischen. Okay, das wäre jetzt das zum Beschichten. Gut, jetzt habe ich das eine halbe Stunde eingeweicht. Jetzt nehme ich mir so eine Schüssel und ein Tuch. Und da drüber, und da schütte ich das jetzt rein. Gut, und das falte ich dann so zusammen. Und drücke das Wasser raus, so gut es geht. Und um noch mehr Wasser rauszubekommen, werde ich jetzt schnell in den Garten gehen und das rumschlenzen, also so rumschleudern, ein paar Mal im Kreis, dass die Fliehkraft noch mehr Wasser rausschleudert. Gut, dann nehme ich mir wieder eine Schüssel mit Deckel, diesmal etwas größere. Da kommen jetzt diese nassen Spelzen rein. Gut, jetzt habe ich hier so feuchte Spelzen drin, und da kommt jetzt das Pulver, was mit Dextrin vermischt ist, rein.
zwar erstmal ein bisschen was, also nicht alles gleich auf einmal, vielleicht die Hälfte. Dann kommt der Deckel drauf und dann schüttle ich das rum. Und dann sieht man schon, die Spelzen beschichten sich mit dem Pulver. Jetzt kommt der Rest davon rein. Und dann wird es wieder geschüttelt. Und zu guter Letzt kommt dann noch die 20 Gramm Pulver dazu, die kein Dextrin enthalten. Das hat jetzt den Effekt, dass hier kein Bindemittel drin ist und die so nicht zusammenkleben. Gut. Dann nehme ich mir irgendein Stück altes Papier, falte die Ränder so hoch. Pappe drunter und dann kommen da die Spelzen zum Trocknen drauf. So, und die Dose ist weitgehend relativ sauber geblieben, das ist ein gutes Zeichen, habe ich alles richtig gemacht, wird noch ein bisschen verteilt. Gut, die werden jetzt erstmal getrocknet über Nacht, also nach einer Nacht sind die trocken. Dann kann ich die weiterverwenden. Gut, weiter geht's mit dem Liftpulver. Dafür nehme ich wieder meinen Mehleimer und die 100 Gramm Pulver, die ich noch übrig habe, die ich vorher weggetan habe, die tue ich jetzt wieder zurück. Und dann kommen hier auch wieder 5 Gramm Dextrin rein. Dann wieder Deckel drauf und dann wird der Eimer wieder geschüttelt. Gut, dann ziehe ich wieder meine Handschuhe an, weil sonst meine Finger allzu dreckig werden. Und dann kommt das mit Dextrin vermischte Pulver in die Dose. In die Schüssel hier. Und das wird jetzt angefeuchtet, aber nur ganz vorsichtig, damit das nicht zu nass wird. Vorher werde ich mir noch mein Sieb vorbereiten. Dafür, wie gesagt, mein Sieb hier. Und ich baue mir wieder aus Papier so einen Papiercontainer, wo ich dann das Sieb reinstelle und da mein Pulver reingranulieren werde. So, das ist erstmal hier zur Seite gestellt dann. Und jetzt mische ich hier mal ganz wenig Wasser rein und verrühre das Ganze, bis es einen Teig ergibt, der zwar zusammenhält, aber nicht wirklich nass ist. Also seht ihr dann. So, jetzt ist das ein Teig hier, der allerdings nur gerade so zusammenhält. Hier habe ich noch ein paar Brösel. Und der nicht irgendwie recht feucht ist, sodass man den hier, wenn man den einfach drückt, hier zum Beispiel, dann zerbricht er. Ich werde das jetzt hier auch in zwei Hälften teilen.
und dann einfach hier so durch mein Sieb reiben. So, dann nehme ich mir noch so eine ranzige alte Spülbürste und drücke hier das, was im Sieb hängen geblieben ist, durch. Und dann habe ich hier mein Lüftpulver. Wenn man jetzt diesen Teig zu nass gemacht hätte, dann würden die hier unten, die Granulatkörnchen, wieder alle zusammenkleben. Und dann hätte man wieder nur einen fetten Brocken. Und das ist scheiße, deswegen darf der Teig nicht zu nass sein. Gut, jetzt nehme ich mir noch so einen Spieß hier und tue das ein bisschen auseinander. Und dann kommt auch das zum Trocknen. Das dauert genauso wie die Spelzen, ungefähr eine Nacht, dann ist es trocken. Genau, und dann geht's weiter. So, jetzt sind meine ganzen Sachen trocken, die ich hier gemacht habe. Einmal die Spelzen, einmal das Lüftpulver. Und einmal die Sterne. Ich mache mit dem Lift weiter. Das kommt jetzt nämlich nochmal durch dieses Sieb durch hier, durch das ich das granuliert habe. Dafür tue ich das in meinen dafür vorgesehenen Eimer. Da ist noch ein bisschen Rest drin. Aber wie man gerade gesehen hat, klebt es noch ein bisschen zusammen. Und deswegen tue ich nochmal mein Sieb hier auf das Papier. Drückt es dadurch. Um die zusammenklebenden Stücke auseinander zu brechen. Gut, dann nehme ich wieder meine große Dose und mein Sieb und ziehe das mal durch. Dass zu feines Zeug da erstmal rausfällt. Das ist jetzt fertiges Lüftpulver hier. Das kann ich jetzt in meinen Eimer tun und weiterverwenden. Das ist allerdings nicht alles hier Abfall, das wäre ein bisschen viel. Ich werde noch ein feineres Sieb nehmen und hier dann das Pulver noch raussieben. Das sind ja noch Granulatstücke drin, die noch etwas gröber sind, aber halt durch das gröbere Sieb gefallen sind. Deswegen mache ich hier nochmal so. Das kann jetzt auch noch in den Eimer. Und das hier ist jetzt übrig. Also das ist zu fein für Lift. Das sammle ich dann immer und dann entstehen da irgendwann solche Reste von Tellen draus, weil ich das ja auch nicht wegwerfen will, sondern deswegen sammle ich sowas immer und dann presse ich das in Fontänen. Da habe ich auch schon ein paar Videos, die sind jetzt irgendwie in der Infokarte, wenn die jemand sehen möchte. Ja, so viel dazu. Papier braucht man nicht mehr. Dann geht es mit den Spelzen weiter. Die kommen auch hier drüber in das Sieb. Ziehe ich da auch hier noch das Pulver weg. Gut. Da bleibt leider etwas mehr übrig, aber das kann man leider nicht verhindern. Und dann kommt auch das in einen Eimer hier. Da ist auch noch ein bisschen Rest drin. Und fertig. Und auch das hier sammle ich wieder für Reste von Tänen. Ist leider recht viel geworden bei dem Mal. Aber gut, ist ja nicht verschwendet.
Gut, und die Sterne hier, die muss ich auch nochmal durchsieben, weil da ist noch etwas viel Prime außenrum. Also hier in der Dose meine ich. Das hier ist Prime, den kann ich irgendwie nochmal über Sterne drüber kippen dann später. Ja, und jetzt sind alle Sachen fertig, die ich brauche. Jetzt geht's weiter. So, und zwar sind die Sachen, die ich jetzt brauche, einmal die Sterne, dann der Zerleger, der Lift kommt später rein, also brauchen wir die noch nicht. So schauen jetzt die fertigen Sterne aus. Schöne, zylindrische, geprimte Sterne, auf denen der Prime gut hält. So soll das sein. Schöner Anblick. Dann zwei 4 Zoll Halbkugeln. Die Timefuse, die ich vorher geschnitten habe, ganz am Anfang. Und dann noch ein kleines Stück Papier, weil das muss jetzt erstmal um die Timefuse rum. Man braucht auch noch Heißkleber, um die dann reinzukleben, aber der muss erst warm werden, deswegen mache ich das jetzt mal. Die kommt hier so rum, möglichst fest. Und das wird dann mit Tesa festgeklebt. So. Und einmal untenrum noch. Das ist jetzt der Verzögerungszünder, weil der muss ja bis in die Mitte von der Shell, also hier oben, zünden, damit die Shell schön aus der Mitte rauszündet. So, jetzt muss ich in eine von diesen Halbkugeln ein Loch machen. Das muss möglichst in der Mitte sein hier, deswegen male ich hier, also diese Halbkugeln bestehen immer aus so Segmenten. Da sieht man, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, da sieht man immer so Linien, wo die zusammengepresst wurden. Und die verbinde ich jetzt einfach immer gegenüberliegende. So. Und jetzt sehe ich hier in der Mitte, wo ungefähr die Mitte ist, damit ich das Loch möglichst schön mittig hinkriege. Und dann steche ich da mit dem Taschenmesser, oder? Steche ich da mit dem Taschenmesser rein. So ein Kreuz. Und nehme mir den Stift wieder und steche durch. Und um diese abstehenden Fetzen dann noch wegzukriegen, nehme ich meinen Cutter und schneide einmal rum. Und jetzt habe ich hier einigermaßen in der Mitte ein Loch für die Zündschnur. Die kommt dann da rein. So dass auf der Unterseite noch genug rausschaut. Und dann nehme ich mir Heißkleber und klebe die da gescheit rein. Ganz mittig ist sie irgendwie nicht geworden, naja. Dann nehme ich mir noch eine Schere und schneide das oben ab. Und dann kann ich es nämlich so rum hinlegen. Gut, und jetzt habe ich das Problem, dass hier ja in der Mitte dieser Heißkleber-Ding ist und ich darum die Sterne bauen will. Weil jetzt die ungefähr so dick sind, nehme ich mir noch immer einen Stift. Einen Stift, der ungefähr so dick ist wie so ein Stern. Und etwas Papier. Roll es da rum. Klebe es mit Tesa fest. Das hat jetzt ungefähr die Größe von einem so einen Stern. Das hat jetzt ungefähr die Größe von einem Stern. Das klebe ich jetzt noch schnell, während der Heißkleber noch nass ist oder flüssig ist, da rein. Weil jetzt kann ich dann, das sehen wir jetzt, seht ihr das dann gleich, was ich gemeint habe. Jetzt ist es einfacher, da Sterne außenrum zu platzieren.
Gut. Wenn der Heißkleber dann in der Mitte kühler wird, dann muss außenrum auch noch einer. Genau, und das muss jetzt erstmal kühl werden. Währenddessen kann ich gleich mit der anderen Hälfte weitermachen. Dafür nehme ich mir wieder hier so eine Klebebandrolle. Da müssen wir jetzt schön die Sterne reintun. Dafür nehme ich mir so eine Pinzette. Da steckt so ein Stück Holz drin, weil die sonst nicht weit genug aufgehen würde. Und jetzt muss ich da schön die Sterne reinsortieren. Einer kommt in die Mitte und dann immer so außenrum. Macht das immer sehr sorgfältig. So ist zum Beispiel jetzt hier die erste Reihe, in Anführungszeichen. Und dann setze ich einfach immer hier oben wieder in die Ecken neue Sterne rein. Und dann wieder hier in die Zwischenräume. Ja, und so geht es jetzt eben weiter, bis die ganze Halbkugel voll ist. Und dieser Stern in der Mitte ist das, was ich gerade in der anderen Hälfte mit diesem Stück Papier ersetzt habe. Damit ich da so einen schönen Kreis aus 6 Sternen außenrum bauen kann. Ja, das mache ich jetzt mal. So, jetzt ist die ganze Shell voll. Jetzt kommt die andere Hälfte. Tue ich mal hier rein. Und die wird jetzt auf die gleiche Art und Weise gefüllt. So, jetzt ist sie relativ gut voll. Habe ich ganz gut eingeschätzt mit 200 Gramm Sternen für eine Shell. Jetzt brauche ich das Taschentuch hier. Das muss ich nämlich auseinanderbauen, so in die eigenen einzelnen Lagen zerlegen. So. Weil ein Stück Klopapier leider nicht mehr reicht für eine 4 Zoll. Gut, dann kommt hier in das eine Taschentuch Zerleger rein. So. Das kommt schön in die Mitte von der einen. Und noch mehr, bis es halt ungefähr voll ist. So, dann kann ich das wegreißen hier. So, das kann noch drauf. So. Gut, das wird die eine Hälfte, dann kommt die andere. Dafür muss ich jetzt ein kleines Loch in das Tuch schneiden, weil ja diese Stachel da durch muss. Dafür schneide ich so einfach weg. Aber vorher, darf ich nicht vergessen, muss ich noch diese Röhre ein bisschen füllen mit irgendwas Brennbarem. Ich nehme dafür jetzt einfach den übrig gebliebenen Prime von gerade eben. Und fülle da das Rohr damit voll. Damit das auch schön durchzündet. Und um jetzt das Klopapier, das Taschentuch da drüber zu kriegen, nehme ich einfach so eine Filmdose, tue die unter das Papier, sodass dieses Loch hier in der Mitte ist und stülpt es da drüber. Und schon habe ich perfekt mein Klopapier, mein Taschentuch da drüber und kann das Ganze mit Zerlegerspelzen füllen.
kommt. Das Klo habe ich wieder weg. So, das sind jetzt die zwei Hälften. Jetzt fehlt nur noch der Booster. Dafür nehme ich die Waage. In eine 4 Zoll Shell tue ich 5 Gramm Whistle Mix rein. Als Booster. Das heißt, ich werde jetzt 5 Gramm mischen. Mein Mörser habe ich auch wieder, weil natürlich das Perlkleid wieder etwas verklumpt ist. Also, Whistle Mix besteht aus 70% Kaliumperchlorat und 30% aus Natriumbenzoat. Das heißt, ich brauche hier 3,5 Gramm Perchlorat. So, beim Booster ist es ganz wichtig, das Ganze wirklich gut zu mischen und das möglichst fein zu haben, also ohne Klumpen, weil je besser der Booster, desto besser natürlich der Break. Also 3,5 Gramm Perchlorat. Und 1,5 Gramm Natriumbenzoat. Das muss jetzt natürlich noch gut gemischt werden. Das mache ich, indem ich das hier einfach falte. Ganz oft. Vielleicht schon ein bisschen kleines Papier für 5 Gramm. Naja. So, wenn es dann optimalst vermischt ist, kommt einfach auf jede Hälfte ein bisschen was drauf. So, und dann müssen die Shells zusammengesetzt werden. Bei der Füllweise, die ich benutzt habe, entstehen hier immer wieder Stellen, wo Sterne über den Rand rausstehen und Sterne, wo keine rausstehen. Und das passt perfekt ineinander, weil wenn ich jetzt einfach die Sterne, die hier rausstehen, über die Löcher hier tue, dann passt die Shell relativ gut zusammen. Deswegen kommen da jetzt diese letzte Stück Tempo-Taschentuch drüber. Und dann schaue ich, wo ich so den Stern habe. Der, wo hier steht einer raus. Und hier haben wir ein Loch. Das heißt, es kommt so zusammen. Perfekt. Gut. Um die Shells jetzt noch gescheit aufeinander zu bekommen, weil die haben immer noch ungefähr so 5 mm Platz dazwischen, nehme ich mir so einen Holzstab her. Drück die Hälften mit den Händen ganz fest aufeinander. Das kann ich wegreißen. Und dann klopfe ich da dagegen. Das hat den Sinn, dass die Sterne innen drin noch mal ein bisschen verrutschen, so dass es passt und bis halt dieser Spalt dann zu ist. So, jetzt passt es. Da fliegen auch immer ein paar Spelzen raus, aber das ist wurscht. Da sind immer noch genug drin. Jetzt passt es hier vom Spalt her. Jetzt nehme ich mir so Kreppband. Klebe die Shell einmal von der Seite zu. Natürlich immer schön aufeinander pressen. So. Dann noch einmal so. Und jetzt noch einmal in die Richtung. So, jetzt fällt nichts mehr raus. Jetzt klebe ich das noch alles schön hin. Dann kann ich mir noch so eine Filmdose nehmen und die Knicke raus machen, damit dann das Nassklebband später besser hält. Gut, und jetzt schreibe ich mir noch drauf, was drin ist, damit ich das auch später noch weiß, wenn ich mehrere Shells mache.
auf einmal, nämlich Veline Blue modifiziert und 5 Gramm Whistle Mix als Booster. So, das sind die Sachen, die ich mal draufschreibe, damit ich später noch weiß, was drin ist. Gut, jetzt geht's mit dem Pasting weiter. Ja, als nächstes muss das Teil gepastet werden, weil ja hier diese eine Streifen nicht ausreicht, um einen guten Break zu bekommen, beziehungsweise überhaupt einzukriegen. Ich glaube, die würde einfach nur so aufploppen, wenn man hier nichts mehr rumwickeln würde. Dafür nehme ich Nassklebeband für 4 Inch Shells 25 mm Breites. Hier. Und ich werde die 3-Streifen-Methode verwenden. Das heißt, immer ein Streifen von oben bis ungefähr hier unter die Mitte, dann einer in der Mitte und einer von hier oben bis nach unten. Also messe ich mir hier aus, wie viel Streifen, wie lang der Streifen ungefähr sein muss, vielleicht so. Und dann nehme ich eine Schere, man sieht es hier schon dran, ich habe mir so einen kleinen Trick hier ausgedacht. Und zwar habe ich die Länge an Klebeband, die ich haben möchte, auf einen Papierstreifen übertragen und den an die Schere geklebt. Jetzt habe ich hier den Vorteil, dass ich einfach hier das nehmen kann und da ungefähr immer so zack, zack, zack und so weiter hier immer relativ zack, 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 relativ schnell doch recht gleich lange Streifen schneiden kann. Würde ich diesen Streifen nicht haben, wäre das viel schwieriger, weil es viel länger dauern würde, weil ich entweder immer abmessen müsste und die Streifen einfach mega ungleich werden würden. Und so hat man immer ein gutes Augenmaß, wie das dann gleichmäßiger wird. Man sieht hier fast gut immer so 5 mm bis 1 cm Unterschied, aber das ist bei so einer, bei so einem Kaliber schon nicht mehr so wichtig. Das passt schon dann. Genau. So habe ich mir jetzt hier einen ganz ansehnlichen Packen an Streifen geschnitten, die der entsprechenden Länge entsprechen. So, ich tue mal ein paar raus. Und die kommen jetzt auf die Shell. Dafür brauche ich noch einen Schwamm oder irgendwas, wo ich dann drüber reiben kann, das nass ist hier. Der ist schön feucht, also richtig nass eigentlich. Ziehe ich jetzt einfach meinen Streifen drüber. Das ist der Kleber nass auf dem Nassklebeband. Da kommt ein Streifen von oben wieder hin. Das passt, festgedrückt jeweils. Und dann immer so weiter. Jetzt hier in der Mitte. Und dann so nochmal versetzt. Der dritte Streifen bis ganz nach unten. Genau, und so mache ich jetzt die ganze Shell einmal rum. So, und jetzt komme ich hier gerade beim letzten Streifen perfekt so raus, dass alles von der Shell bedeckt wird. Mit dem mittleren Streifen hier einmal. Und der letzte Streifen verschließt auch den Rest. Unten ist immer ein bisschen was frei, aber da muss die dicke Schicht nicht so dick sein. Das hängt dann meistens damit zusammen, wenn man mal kurze Streifen immer für den unteren verwendet, dann kommen die nicht ganz rüber, aber wenn da mal ein langer dabei ist, dann passt es schon. Gut, dann nehme ich mir wieder die Filmdose von vorher und gehe da so drüber mit einigem an Druck. Das presst die ganzen Falten raus, streicht die ganzen Falten raus. Die Pastingschicht wird so ja schöner erstens und die Luft geht raus, was auch nicht schaden kann. So, jetzt haben wir eine schöne Schicht. Das ist jetzt eine Schicht. Auf 4 Zoll Shells mache ich 5 Schichten mit dieser Methode drauf. Genau, ich fange da jetzt dazu einfach wieder an. Da, wo ich jetzt hier aufgehört habe, hier ist mein letztes Dings. Und als kleiner Tipp vielleicht, so als kleines Hilfsmittel, mache ich immer die zweite Lage so, dass der, oder die nächsten Lagen immer so versetzt, dass oben noch ein kleiner Streifen frei ist von der ersten Lage, beziehungsweise wenn die dritte Lage draufkommt, würde ich die hier hin machen und so weiter. Damit ich immer sehe, wie viel Lagen ich gerade gepastet habe, weil das vergisst man irgendwie leicht mal. Und das ist dann natürlich blöd. Und so weiß ich immer, wie viele Lagen ich habe.
Ja, jetzt mache ich immer hier mal die 5 Schichten drauf und dann geht's weiter. So, jetzt habe ich mal 3 Lagen drauf gemacht. Jetzt kann man hier, ich weiß nicht, ich hoffe, man sieht es auf der Kamera, kann man jetzt hier diese 3 Dinge sehen. Hier, erste Schicht, zweite Schicht und dritte Schicht. Dass mir aber das Pasting hier nicht zu dünn wird, werde ich jetzt wieder oben anfangen hier. Moment, wo ist mein? Da. Also wieder ganz oben hin pasten. Ich merke mir jetzt einfach, 3 Schichten sind schon drauf. Und 2 fehlen noch. So, das war der letzte Streifen. Jetzt natürlich noch ein letztes Mal glatt streichen. Gut, dann ist die Shell fertig gepastet. Also man sieht auch, es hat einiges an Streifen gebraucht hier, wenn man den dicken Packen anschaut, der da vorher war und wie dünn er jetzt geworden ist. Man kann es ja auch mal nachrechnen bzw. zählen. Man hat hier 7 solche Streifenbündel zu je 3 Streifen, also 21 Streifen pro Lage auf 5 Lagen verteilt, 105 Streifen insgesamt hier. Also allerdings, ja, einen brauchen wir später noch, das sehen wir jetzt dann gleich. Gut, jetzt schreibe ich noch ein paar Infos auf die Shell zu einem permanenten Marker hier, und zwar einmal 4 Inch Velline Modified Blue. Und auf die andere Seite schreibe ich mir noch ein paar Informationen für mich selber. Einmal G für Gewicht, L für Lift, B für Booster, also meine 5 Gramm Whistle Mix, und P für Pasting, das sind 5 Lagen. Gewicht und Lift schreibe ich dann später drauf, wenn ich das dann abwiegen kann, wenn alles an der Shell dran ist, was noch hinkommt. Genau, jetzt muss das Teil erstmal ja, ein paar Stunden trocknen, über Nacht, dann ist es klebrig hart. So, jetzt ist die Shell trocken hier, steinhart. Genau, jetzt geht es weiter mit der Zündschnur hier, weil wenn die jetzt so gezündet werden müsste, dann ist die Gefahr recht groß, dass die nicht zündet, weil ja nur diese kleine Fläche hier unten gezündet werden kann. Deswegen wird die noch geprimed. Dafür nehme ich mir ein scharfes Cuttermesser und spalte die Zündschnur hier in der Mitte. Vielleicht so einen Zentimeter, 5 mm bis 1 cm rein. Dann nehme ich mir meine Stoppine, schneide davon so viel ab, ungefähr 2-3 cm. Weil in Stoppine sind ja Blackmesh-Fäden drin. Und wenn die dann da rauskriegen, wenn ich die dann so drücke, dann kommen die hier raus. Dann nehme ich mir noch so einen Nähfaden hier. Dann kommen wir mal 2 Stück hier in diesen Spalt rein. Und dann nehme ich meinen Faden und schnüre die Bickford wieder zusammen. Schön fest. Dann wird das verknotet. Und jetzt ist die Time Fuse geprimed. Deswegen mache ich die auch immer etwas länger. Wenn ich zum Beispiel 3 Sekunden Verzögerung möchte, dann mache ich die 3 Sekunden abwärts von dem gesplitteten, deswegen immer so ein bisschen noch was drauf, weil oben brennt es ja nicht mit einer Sekunde pro, einem Zentimeter pro Sekunde ab, sondern da zündet es ja eigentlich durch. Wenn jetzt hier nämlich von der Liftladung die Flammen außenrum sind, wird die Blackmatch gezündet und die brennen da einmal durch und zündet sicher die Big Ford. So hatte ich noch nie einen Blindgänger, also jede Shell hat bis jetzt gezündet so. Dann kommt als nächstes die Klopapierrolle hier zum Einsatz.
Die schneide ich in der Mitte einmal durch, ringsrum. So, dann jeweils einmal so auf. Und bei einem nehme ich immer noch so viel weg ungefähr. Das wird jetzt mein Lift Cup, was auch immer. Da schmiere ich jetzt ein bisschen Heißkleber drauf und klebe die zusammen. Und auf der anderen Seite auch. Dass ich hier so einen Pappkringel habe. Die Klopapierrolle alleine zu nehmen ist bei so großem Kaliber leider zu klein. Bei 3 Zoll Shells geht es noch. 4 Zoll ist dann zu groß, deshalb ungefähr so ein Durchmesser von 6 cm mache ich immer. Genau, ist allerdings noch zu lang hier. Da kann gut noch was runter. Gut, dann kommt es da drauf und wird mit Heißkleber einmal festgeklebt, einmal ringsrum innen, dass es auch dicht ist und nichts rausbröselt später. Das muss jetzt trocknen. Währenddessen mache ich die Stoppine bereit. Dafür nehme ich hier meine Quick Match und einen Meterstab und messe davon 60 cm ab. Ungefähr so viel. Schneide ich ab. Dann muss da noch eine Visco-Zündschnur hin. Die mache ich immer so, ja, 12 bis 15 cm lang. Dann habe ich genug Zeit, um da wegzulaufen und mich zu positionieren und meine Kamera darauf zu richten. Das kommt dann an ein Ende, hier zwischen die Blackmatch-Fäden und wird mit einem Stück Tesa-Kreppband befestigt. Weil, das kann man gar nicht oft genug sagen, Stoppine darf man nie so hier anzünden, weil das eine Durchschlagszündschnur ist. Das heißt, wenn man die hier anzündet, dann zündet die durch und zündet dann meinen Lift hier unten drin. Deswegen muss da immer noch eine Visco da vorne dran oder ein Elektrozünder oder irgend sowas. Gut, und auf der anderen Seite muss ich dann das Papier entfernen, so auf 1,5 cm Länge vielleicht mache ich immer. So. Und dann schneide ich hier einen Schlitz an die Seite, wo die reinkommt. Zuvor mache ich noch oben eine Schlaufe drauf, dass man die Zündschnur da durchführen kann und die nicht irgendwie, ja, dass man die Kugelbombe besser in den Mörser lassen kann. Dafür nehme ich einfach so eine Schnur. Klebt die da fest mit einem Ende. Dann mache ich so eine Schlaufe und drücke das einfach in den Heißkleber da rein und klebe es fertig fest. So. Dann kann ich das abschneiden. Und dann kommt in diesen besagten Schlitz hier die Quick Match rein, so dass hier die Black Match Dinger innen sind. Und klebe ich schön fest außenrum, dass es dicht ist, nichts rausbröselt. Damit der Heißkleber da schöner ausschaut, noch mache ich da auch immer noch aus Nassklebeband hier. Ich habe da noch so einen Streifen vom Pasten. Wie ich schneide da jeweils zwei Zacken rein. Dann wird er einfach wieder angefeuchtet. Ich habe jetzt einfach abgeschleckt. Und dann kommt er hier durch. Und da außen rum. Und dann sieht man den Heißkleber nicht mehr und es schaut schön aus. Gut, und jetzt kann ich hier die Zündschnur durchtun
Und jetzt kann ich die nämlich so hochheben und in den Vasel. Okay, vielleicht hätte man es noch ein bisschen mehr in die Mitte machen sollen, aber das passt schon. Würde die nur hier an der Seite hochgehen, würde man die nicht gescheit in den Vasel bekommen, die Kugelbombe. Gut, und jetzt muss ich hier noch die ein bisschen zusammenfalten. Dann nehme ich mir so ein Stück Tesafilm und klebe das einmal hier rum. Das Ende klebe ich aufeinander, dass ich den wieder wegbekomme. So. Gut. Jetzt ist die Quick Match dran. Jetzt fehlt nur noch der Lift. Dafür wiege ich die Shell. Wie ich mir gedacht habe, wiegt die über 300 Gramm, deswegen muss ich das schnell mit einer anderen Waage machen. So, das hat ergeben, dass die Shell 320 Gramm wiegt. Schreibe ich mir natürlich hier drauf. Und Lift ist einfach 10%, also in dem Fall 32 Gramm. Dann nehme ich mir einfach mal so einen Becher hier und mein Lift, was ich vorher hergestellt habe, wiegt 32 Gramm ab davon. Das schütte ich dann einfach hier rein. Wie man sieht, das Liftcap ist groß genug. Und dann nehme ich mir wieder Tesa Kreppband und klebe mit drei Streifen das Liftcap zu. Einmal so. Einmal in die Mitte. So, das Wichtige natürlich, dass die auch hier aufeinander kleben und kein Pulver rausbröseln kann. Deswegen gehe ich da mal mit dem Lineal rein und drücke das aufeinander. Und noch ein dritter Streifen. Und auch hier gehe ich wieder drunter und klebe die schön aufeinander drauf. Gut. Es gibt, denke ich, auch bessere Methoden, Liftcaps zuzukleben oder zu bauen. Zum Beispiel mit einer kleinen Tüte, wo das Pulver drin ist. Aber ich habe es immer so gemacht bis jetzt. Hat ganz gut funktioniert. Gut, jetzt ist es eigentlich fertig. Jetzt könnte man sie abschießen. Ich mache natürlich unten noch, wie immer zur Optik, nochmal Nasskleber drum, weil es schaut jetzt auch nicht schön aus hier. Genau. Und so entsteht dann so eine Kugelbombe. Jetzt könnte man noch oben drauf, mache ich auch noch schnell, einen Aufstiegseffekt dazu kleben. Dafür nehme ich mir einfach Silberkometen hier. Da will ich jetzt nicht noch extra zeigen, wie ich den herstelle. Das ist einfach ein anderes Rezept und den habe ich auch gepumpt mit einer etwas größeren Spritze. Wie ich Sterne gepumpt hat, hat man ja früher im Video hier gesehen. Den werde ich jetzt einfach hier noch neben die Stoppine kleben, so da hin, mit Heißkleber. Der wird dann durch die Stoppine entzündet, wenn die durchzündet. Und klebe ich noch einmal Heißkleber außenrum, dass es gut hält. Genau. Und wenn jetzt die durchzündet und der komplette Mörser eigentlich voll mit Feuer ist, dann wird der Komet hier noch entzündet und gibt einen schönen Silberschweif. Jo, das wär's dann mit der Shell. Die ist jetzt fertig. Jetzt geht's noch weiter mit der Zündung. Viel Spaß. So, jetzt habe ich hier meine Shell und meinen Mörser. Wenn ich hier gerade dabei bin, erzähle ich dazu noch ein bisschen was. Um den Mörser hinzustellen, also ich kann ja jetzt nicht jedes Mal mit dem 4 Zoll Teil so ein fettes Mortar Rack mitnehmen aus Holz, wie ich zum Beispiel für meinen 2,5 Zoll habe. Deswegen habe ich mir überlegt, ich nehme so eine Metallstange hier oder halt einen Stab und stecke den schön fest in den Boden und befestige meinen Mörser über diesen Gurt an der Stange. Jetzt fällt er nicht um. So. Wichtig dabei ist halt, dass der Mörser einen stabilen Stand hat, bis die Shell dann hochfliegt. Da wird ja dann nur eine Kraft nach unten ausgeübt, also der darf halt auf keinen Fall um, vor allem wenn der umfällt und dann die Shell abgeschossen wird am Ende meine Richtung, dann kann das ganz böse aussehen. Deswegen
habe ich hier immer meinen Stab dabei für einen stabilen Stand. Genau. Dann habe ich hier die Shell und wenn ich jetzt eben das Teil abfeuern will, filme ich immer zuerst die eine Seite hier mit meinen Daten, damit ich das für mein Video protokolliert habe. Also wie gesagt, Gewicht, Lift, Booster und Pasting und dann eben das, was ihr in den Videos seht, hier Veline Blue 4 Inch, hier Veline Modified Blue, genau. So, normalerweise sieht man in den Videos immer die Anfangsdings, also wo ich hier auf die Shell filme, etwas unscharf. Das liegt daran, dass ich meinen Fokus dann schon immer auf große Entfernung gestellt habe, weil Autofokus mit Feuerwerk klappt bei der Kamera, die ich habe, zumindest nicht gescheit. Bei meiner alten hat es gut geklappt, aber die hat einen größeren Chip und deswegen, also einen größeren Lichtsensor. Und deswegen ist es etwas schwieriger da, deswegen habe ich die auf manuellen Fokus und den stelle ich dann immer auf große Entfernung. Also so habe ich das zumindest gelesen. Ich denke mal, es stimmt so. Deswegen stelle ich jetzt den Fokus mal auf große Entfernung ein. So, und jetzt ist es unscharf. Hier auf kleine Distanz, aber nachher in der Luft ist es dann schön scharf. Also dann lade ich die mal hier rein. So, die Zündschnur, die Stoppine reicht gerade so, dass die Visco oben rausschaut, weil ich damit natürlich sehr sparsam umgehen will, um nicht zu viel zu verbrauchen. Und dann kann es auch schon losgehen. Natürlich niemals mit dem Kopf über den Mörser schauen, also niemals irgendwas über den Mörser halten, selbst wenn die durch irgendeinen Fehler, wer weiß, was da passieren kann, doch sofort zündet, weil Funken auf die Stoppine fliegen oder sonst was und die Shell ist einem da ins Gesicht ballert. Das wäre nicht schön, deswegen niemals irgendwas über den Mörser halten. Genau, und dann kann man das Ganze auch schon anzünden. Ja, als Fazit würde ich dann mal sagen noch, die Farbe ist jetzt nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war mehr lila, beziehungsweise ja, es ging mehr in die lila Richtung. Fand ich aber auch ganz schön, also die Mischung war keine Better Blue Mischung, aber war trotzdem nicht schlecht. So vom Break, Flughöhe und sonst was bin ich ganz zufrieden. Nur der Aufstiegskomet hat viel zu schnell gebrannt, deswegen hat der nur 3/4 des Wegs der Shell nach oben abgedeckt. Aber das sind so Kleinigkeiten, über die man sich eigentlich nicht beschweren muss. So, vielleicht sei noch gesagt, natürlich steckt nicht hinter jeder Shell so ein Aufwand, weil ich ja aus dem Pulver von 100, also weil ich aus 100 Gramm Liftpulver zum Beispiel 3 Shells bauen kann, gilt genauso für die Zerlegerspelzen, da reichen auch 100 Gramm für ungefähr 3 Stück. Und der Prime, der hält ewig. Also ich brauche nicht die kompletten Arbeitsschritte für jede Shell, die ich mache. Trotzdem habt ihr jetzt mal gesehen, wie viel Arbeit eigentlich hinter einer so einer Shell steckt, wenn man die komplett von Anfang an aufbauen würde. Ja, dann bedanke ich mich für die, die bis jetzt dran geblieben sind, fürs Zuschauen. Jetzt gibt's noch eine Slow-Mo von der Shell. Viel Spaß!